Hallo und willkommen zur siebten Episode auf meinem Kanal, und zwar mit der bitteren Pille, die das Saarland und der Ford-Standort Saarlouis schlucken mussten. Künftig werden die neuen Elektroautos auf der neuen Ford-Plattform in Valencia gebaut, und 2025 bedeutet das womöglich das Ende für den Ford-Standort in Saarlouis. Das hatte ich zwar erwartet gehabt, wie das die meisten Expertinnen und Experten erwartet gehabt hatten, dennoch ist es eine schwierige Situation auch für die gesamte Region. Das ist nicht unüblich, wir befinden uns in einer Disruption, dennoch mache ich mir Gedanken und vor allem auch, was sind für Möglichkeiten drin und was das auch für andere Firmen in diesem Kontext bedeuten könnte. Und ich denke, ich habe auch etwas Spannendes für dich mit dabei. Ganz kurz zu YouTube: Wenn du ein Like da lässt und ein Abo, dann werden mehr Leute diesen Kanal auch zu sehen bekommen. Das wäre cool, wenn dir das hier gefällt. Das Ford-Werk in Saarlouis ist nicht irgendein Werk, sondern das hat die Mobilität in Deutschland und Europa wesentlich mitgeprägt. Angefangen hat es auf einem Flugfeld, dann hat Renault 1968 Karosserieteile hier hergestellt, 1970 hat Ford das Karosseriewerk übernommen und eine Montagehalle hinzugefügt, und schon bald kamen die ersten Ford Escort aus Saarlouis. Das war eine Erfolgsgeschichte, die sich immer weiterentwickelt hat. Es wurden dann auch die neueren Varianten von Ford Escort gebaut, und 1998 wurde dann mit der Produktion des Ford Focus begonnen, und die aktuellen Modelle werden auch noch heute hier produziert. Das ganze Werk hat knapp 300.000 Quadratmeter Fläche, beschäftigt heute noch 4.800 Mitarbeiter, es waren auch mal 6.000, und ist ein wesentlicher Arbeitgeber für das Saarland und die angrenzenden Länder. Das Ford-Werk Saarlouis ist strukturell relevant. Bereits 2019 wurden Schichten reduziert, und das in Vorbereitung zum Wandel zur Elektromobilität. Und genau für diese haben sich dann Saarlouis und Valencia beworben, und zwar für die neuen Produkte auf den neuen Plattformen ab 2025. Aufgrund der mir vorliegenden Informationen damals ging ich davon aus, dass Saarlouis eine geringe Chance hat. Und diese Einschätzung haben die meisten Expertinnen und Experten, Analystinnen und Analysten und Fachleute mit mir geteilt. Uns allen ist dabei aufgefallen, dass Saarlouis gesagt hat, dass sie intransparent sein wollen und nicht kommunizieren wollen, während Valencia genau das Gegenteil gemacht hat. Und wir befinden uns hier in einer strategischen Entwicklung, und wenn jetzt in einer strategischen Entwicklung, einem Schachspiel, einer der Beteiligten einen strategisch wichtigen Zug macht, dann darf ich nicht mit dem Bauern am Spielrand rumfummeln, sonst verliere ich sehr, sehr wahrscheinlich. Und Valencia hat auf Transparenz-Kommunikationsstrategie gesetzt. Seit letzter Woche kennen wir das Resultat. Saarlouis geht leer aus. Valencia wird die neuen Elektroautos auf der neuen Plattform ab 2025 bauen. Ford baut noch weitere Elektroautos. Die werden auf der MEB-Plattform von Volkswagen relativ schnell, ich meine schon 2023, auf den Markt kommen. Diese Geschwindigkeit, dieser Wandel, das ist typisch Disruption. Meine damalige Analyse zeigte viele Gründe auf, weshalb Saarlouis wenig Chancen hat gegenüber Valencia. Ich nehme jetzt zwei heraus, von denen ich denke, dass sie ganz, ganz zentral waren und dass die etwas wenig beachtet worden waren. Das erste sind Löhne, Kosten und Kalkulierbarkeit, und das zweite sind Produkteigenschaften und Produktion. Löhne, Kosten, Kalkulierbarkeit. Deutschland hat hohe Personalkosten, dem steht gegenüber eine gute Ausbildung und Verständnis für Qualität. Nur das bietet Spanien ja auch. Dann hatte Valencia Ende 2021 mit Ford eine Vereinbarung unterzeichnet, welche die Gehälter und die Flexibilität der Mitarbeitenden festlegen soll für den Zeitraum 2022 bis 2027. Und das war ein strategischer Zug. Damit hat Valencia gesagt, wir bieten eine verlässliche, sinnvolle, kalkulierbare Kostenstruktur. Und aus Saarlouis kam eigentlich nichts zu dem Thema. Ich bin überhaupt kein Fan von Lohndumping, nur müssen wir uns überlegen, ob wir als schon Industriestandort so weiter funktionieren können. Diese Frage werden wir in den nächsten 15 Jahren wahrscheinlich sehr intensiv diskutieren. Löhne und Kosten sind sehr wesentlich beim Elektroauto, auch die Kalkulierbarkeit. Traditionelle Autohersteller tun sich sehr schwer, Gewinn zu erwirtschaften mit der Elektromobilität. Viele machen kaum Gewinn oder legen sogar drauf. Ford hat ein gutes Beispiel, wie es gehen kann, nämlich der Mustang Mach-E. Bei dem erwirtschaftet Ford einen guten Gewinn. Dieser Gewinn ist sicher auch Teil dessen, dass das Auto in Mexiko produziert wird. Kalkulierbare Kosten sind wesentlich in der Disruption, und das hat Valencia mit seiner Strategie aufgenommen. Produkteigenschaften in Produktion, das ist ein großes Thema. Beim Elektroauto sieht das ganz anders aus als beim Hybrid oder Benzin oder Diesel. Oder wie es ein Ingenieur gesagt hat, außer der vier Räder bleibt eigentlich nichts gleich. Das Design, die ganze Struktur, das Packaging, das sieht anders aus. Es braucht eine andere Plattform, wenn man wirklich Gewinn machen will.
Zulieferteile ändern sich, Zulieferer ändern sich, die Software, die nimmt einen sehr viel größeren Platz ein, die Produktion sieht ganz anders aus. Vieles muss neu gedacht werden, um überleben zu können. Aber auch bei den Zulieferern sieht es anders aus. Da werden andere zum Zug kommen und die Zusammenarbeit wird viel intensiver sein. Das größte, schwerste und teuerste Bauteil bei einem Elektroauto ist die Batterie. Diese weit zu transportieren, das braucht Zeit, das braucht Geld und bringt viel Unsicherheit im gesamten Produktionsablauf. Das ist aber nicht nur für traditionelle Autohersteller eine große Herausforderung. Selbst der Branchenprimus Tesla hat mit diesem Thema seine Herausforderung. In Berlin-Brandenburg, da werden die Batterien noch nicht hergestellt, sondern die kommen von Shanghai hergeliefert. Oder wie es Tesla sagt, das ist eine richtige Geldverbrennungsmaschine. Und hier kommt der andere Vorteil von Valencia, nämlich das Werk, das liegt südlich von Valencia und nördlich von Valencia baut Ford gerade zusammen mit VW ein Batteriewerk auf. Dies und die Kalkulierbarkeit der Kosten waren für mich die beiden ausschlaggebenden Punkte, weshalb ich davon ausgegangen bin, dass Saarlouis das Rennen nicht machen kann, sondern Valencia gewinnen wird. Die Gewerkschaften, die üben sich eher in Schuldzuweisungen, nutzen unpassendes Vokabular. Selbst haben sie wahrscheinlich auch nicht so sauber gearbeitet, denn es wird von Machtspielen der Betriebsräte mit Management gesprochen, und zwar beide Standorte. Das Ganze wendet sich gegen die Interessen der Arbeitnehmenden und ist mindestens unschön. Dann spricht die Politik bei der Entscheidung von einer Farce. Und ich sage, das ist eher eine politische Realitätsverweigerung, denn wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt hat, dann konnte man gar nicht zu einem anderen Ergebnis kommen. In einer Disruption brauche ich sehr viel Wissen zum Markt, zu Produkten, zur Produktion der neuen Produkte. Über Technologien muss ich mich informieren. Das Ganze muss global geschehen. Ich muss den neuen Anbieter angucken. Ich muss die Konkurrenz beobachten. Und das muss ich sehr regelmäßig machen und in einer guten Tiefe, denn in einer Disruption läuft alles unglaublich schnell ab. Informiert sein ist essentiell. Gerade das Wissen zum globalen Markt scheint nicht vorhanden gewesen zu sein. Und ich bin mir auch sicher, dass eine korrekte Informationsbeschaffung nicht stattgefunden hat. Die Situation ändert sich vollkommen, es gibt neue Abhängigkeiten, aber auch neue Möglichkeiten. Und es fragt sich, ob Saarlouis hier vielleicht doch eine Möglichkeit haben könnte, sich neu zu positionieren. Tatsache ist, dass die Nachfrage nach Elektroautos massiv ansteigt und dass es eigentlich eher an Produktionskapazität mangelt. Ob das für Saarlouis was sein wird, schwer zu sagen. Ford hat auf jeden Fall angekündigt, für beide Standorte, Valencia und Saarlouis, dass Stellen abgebaut werden müssen. Die Begründung ist einfach, für Elektroauto braucht es weniger Mitarbeitende. 2025 ist ein Jahr der Entscheidungen im gesamten Automobilbereich, auch für Ford und auch für Saarlouis. Und wäre das denkbar für Saarlouis eine Neuausrichtung, so mit Ideen und Startups, also statt Auto-Monokultur, ein Multimobility- und Service-Hub vielleicht grenzüberschreitend? Wo ist die Visionärin, wo ist der Visionär, die das umsetzen könnten? Und zwar vielleicht jemand, der auch Disruption kennt, denn es wird sich sehr viel ändern. Für die Angestellten ist das so, dass der Konzern weg sein wird. Es werden stattdessen viele kleine Unternehmen da sein, vielleicht 100 Unternehmen da sein. Es werden andere Anstellungsbedingungen gelten und das muss alles verarbeitet werden. Es braucht irgendeine leitende Person, ein gutes Team, die das Thema versteht und voranbringen kann und Netzwerk aufbaut und Möglichkeiten erschließt. Aber jetzt kommt schon ein Thema, auf die ich für Herbst oder nächstes Jahr mir gedacht hatte, nämlich, wenn es zwickt, soll es doch die Politik bitte richten und das Saarland soll doch bitte die Fabrik kaufen. Nur eine Fabrik, die hat keinen Wert, denn ein Wert entsteht in der Fabrik dadurch, was in der Fabrik gemacht wird. Und eine Autofabrik ist für eine Mischnutzung eigentlich nicht geeignet. Das heißt, müsst erst einmal der Bulldozer durch und das ist ein gewaltiges Investment. Investment, es werden auch asiatische und chinesische Investoren genannt, die da Interesse haben könnten, sollten, müssten. Ich hoffe, es ist nicht derselbe, der den Flughafen Hahn dann nicht gekauft hat. Die Idee, dass Investoren aus Asien kommen könnten, ist nicht grundlegend falsch, aber es sind dann wahrscheinlich nicht Investoren, sondern Unternehmen, die tatsächlich etwas machen wollen hier. Das Elektroauto-Recycling ist auch ein valables Thema, braucht natürlich einen gewaltigen Technologietransfer und so viele Leute werden dort auch nicht angestellt. Das werden vielleicht 100, 200 sein, aber das ist nicht die Lösung. Zumindest kommen Ideen, aber diese logischen, dem Markt folgenden Ideen, die vermisse ich noch gänzlich. Saarlouis ist ein Standort, dessen Schicksal besiegelt ist. Das ist schwierig für die vielen Mitarbeitenden. Es ist auch schwierig für die vielen Mitarbeitenden bei den Zulieferern, die ebenso betroffen sein werden. Ich bin überzeugt, es braucht eine Visionärin, einen Visionären. Es braucht vor allem viele Ideen und die müssen alle durchgearbeitet werden. Es ist anspruchsvoll, das Ganze muss sehr stark vom Markt her betrachtet werden und diese Betrachtungsweise, die fehlt mir sehr oft.
Dennoch, ich sehe Chancen. Das waren meine Gedanken. Ich erhoffe mir künftig mehr Transparenz, mehr Aktivität, mehr Kommunikation, mehr Klarheit. Und in dem Sinn, danke, dass du bis jetzt dabei warst. Wenn dir das gefallen hast, gerne ein Abo und Like da lassen und bis zum nächsten Mal.